Der Barisch ist 15 Jahre alt und geht in die Sekundarschule. Seine Eltern kommen vom Kosovo. Er hat es nicht leicht in der Schule. Er gehört irgendwie nicht so dazu, auch wenn er es immer wieder versucht. Die anderen Schüler stören sich an ihm und wollen ihn nicht in der Gruppe haben. Willkommen beim Unterricht. Nehmt jetzt bitte alle Kapuzen ab. Also, Ruhe! Scheiß! Was gibt 5 plus 3? 7, lern mal zählen. Nein, Es war eben so in meinem Tee, dass ich da plötzlich rumgekommen bin. Ja, ich habe mega Hunger. Okay. Ja, gut. Ja, das ist was. Was sagst du? Ja, wieso steht der Bar? Ja, wir haben uns gemacht. Das ist auch dein zweiter Name. Ja, ich heiße Luis Paris Caruso. Aha. Ja, macht Sinn. Oh Gott, Alter, schieb die Mama nicht auf die Scheißblätter. Ich höre das Scheißblätter. Schieb die Scheißblätter. Ja, schon. Was klappt? Warum ist denn schon wieder Barisch. Ey, er hat nur die Wurst gemacht. Was das so ist? Ist ein Eintrag? Ja. Du hast gar nicht gewusst, was für ihn ist. Also schön. Im Zwischenfall vorher bleibst du jetzt einfach eine Stunde da. Ja, ja. Dann ist du her. Ja. So. Der Idee. Barisch? Fehl. Was machst du da? So gesehen. Okay. Sie sind der beste Lehrer, den ich je gesehen habe. Der Barisch ist immer sehr freundlich zu seinen Lehrern. Er backt Kuchen für sie und hofft dadurch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Sven, schau, er schaut einfach Schocki an. Hey, Sven! Ist auch sofort da. Schaut, er ist sehen, da schreit er was Sachen auf. Ich bin gedacht jetzt. Lies wenigstens also, ja. Ich heiße Barisch und du? Andrea. Ich will dich kennenlernen. Ja. Wo bist du? Winterthur, Dane. Ich bin der erste Sek neu da. Cool. Hast du Kollegen so? Ja, weißt du wie viel? Schon. Ja. Hast du auch mein Kollege sein? Ja, gerne. Ich habe sonst keinen Kollegen da. Cool. Wie geht's? Ja. Gut. Ja. Ciao. Nein, verloren. Der Barisch ist Muslim. Wenn ein Kollege mit ihm Shisha rauchen will, winkt er ab. Er sagt, Shisha rauchen ist für ihn Haram und deshalb schlecht. Haram sind Sachen, die für Muslime tabu sind. So, hast du ein Problem damit? Das ist nicht gut für die Lunge. Ich darf nicht. Ja, nimm doch einen, egal. Nein, steck weg. Sorry. Ich bin nicht. Wenn es nicht ganz klappt, versucht er durch Coolness zu punkten. Er schlägt die anderen und hofft dadurch, das Coole zu wirken. Doch die anderen finden das einfach nur anstrengend. Hey, Niri. Hey, sag nicht mehr so viel Niri. Ja, voll. Und auch ja voll nicht mehr so. Okay. Ändere dich, deine Art ist so. Hey, ich schwöre, Alter, was bist du, was läuft mit dir falsch? Hör auf ins Schlau und so. Okay, ist voll daneben. Wo ist Respekt? Heutige Jugend, Alter. Verstehst du? Ja. Hallo, Barisch. Grüß dich, Hasler.
Setz dich. Ja, gerne. Der Barisch fällt nicht nur bei den Schülern auf. Der Herr Hasler, der Sozialarbeiter an der Schule, hat zweimal in der Woche ein Gespräch mit dem Barisch. Doch viel hilft das leider auch nicht. Ich habe gehört, du wirst gemobbt. Ja, voll. Vor der ganzen Klasse. Ja, voll. Und das Problem müssen wir zusammen beheben. Ja, voll. Deswegen habe ich da ein Büchli. Ich gebe dir das mal. Ja. In das Büchli schreibst du immer auf, wenn dich jemand beleidigt. Mit warum und wer. Dazu habe ich dir noch den Stift. Ja. Ey, was machst du da? Ey, du spielst das auch. Spielst das auch? Ja. Ey, ich spiele das auch, ist super cool, Mann, gell? Ey, ich muss jetzt gehen, aber in einer Woche können wir zusammen gehen. Ja, können wir mal zusammen gehen. Okay, komm mit. Oh nein, Hilfe. Nein, ich will das nicht. Wie bin ich? Nein, bestimmt nicht. Ey, der Boris ist super gut in dem Game. Er ist super cool geworden. Er hat sich verändert. Es wirkt so, als hätten sich meine Tipps gelohnt. Ja, Mann. Die müssen nicht mehr so hart mobben. Okay, tschüss.